So, hallo und grüß euch zurück zu Tropico 4. Ja, die Sunny, die ignorieren wir mal. Und naja, schaut da nicht so gut aus mit unserer Armee und unseren Rebellen bzw. unseren Gegnern. An dem Geheimdienst. US Geldanforderung, bauen Sie einen Wachposten, ja. Das nehme ich mal an. Weiß man nicht, wo die Armee gerade. Arbeitslose Halunken ruhen sich auf unserem hart verdienten Geld. Ja, ja, ich Arbeitsstätten. Schaff ich. Ja, jetzt mit den ganzen neuen Einwanderern, das ist natürlich jetzt. Boah, unsere Armee. Jetzt gibt's nur mal. Sind wir allein mittlerweile. Da rennt der Gegner rum. Ja, ganz schön blöde Situation gerade. Geb ich zu. So. Wo kann man denn überhaupt was hinbauen? Wo macht es denn überhaupt Sinn? Da, Papayas. Und bauen wir noch eine Ranch. Ja, El Presidente verwundet. Ja, unsere Armee ist besiegt und unsere Waffenfabrik ist kaputt entsprechend. Bisschen blöd gelaufen, sage ich mal. Die werden wir mal neu aufbauen. Von unserem letzten Geld. Ja, waren wir zu schlecht vorbereitet. Präsidente, der letzte Angriff hat mich überzeugt. Wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen, um die Disziplin auf unserer Insel zu wahren. Ja, rufen Sie das Kriegsrecht auf, aus 30 Bürger verstärken dann Insel. Jetzt werden wir zuerst mal dafür sorgen, dass wir so jetzt wieder alles ins Lot bekommen. Also da ist momentan ja das pure Chaos. Viel zu viele Arbeitslose, viel zu wenig Arbeitsplätze. Ja, mal ein bisschen Geld rausschmeißen dafür das. So, bauen wir gleich noch ein zweites Baubüro, wenn es so ist. Auch wenn es gerade viel kostet. Die ganzen Aufträge mal fertig bekommen, vor allem die Wohnungen. So, die Lama-Grippe ist vorbei. Ja, Kriegsrecht können wir eh erst aus. Ah, na, Modernisierung des Militärs war das. Ja, das hätte uns natürlich auch ein bisschen was gebracht, vermutlich beim Militär. So, da sollte eh noch ein bisschen Nachschub kommen. Mit der Eröffnung einer Oberschule in Tropico möchte ich alle Studenten an den Strafenkatalog erinnern. Versuchter Mord an Klassenkameraden? Schläge. Erfolgreicher Mord an Kameraden? Schläge. Rebell werden und die Schule in die Luft sprengen. Vorladung für die Schulleitung. Tötung des Präsidenten? 100-mal schreiben, ich werde nie wieder den Präsidenten töten. Ja, wie immer eine gute Idee. So, jetzt hätten wir eine Menge Geld, sage ich mal. Könnte man natürlich nutzen. Bauen wir mal auf jeden Fall den Wachposten. Zu wenig Generäle, heißt, wir brauchen vorher ein Arsenal. So, das machen wir dann in dem Fall auch über Schnellbau. Genauso wie ein Parkhaus da drüben. Ja, zu wenig Generäle, ich weiß. So. Okay. Ja, wie gesagt, ein bisschen zerfahren, aber das sollte man schon noch irgendwie hinbekommen. So. Da haben wir niemanden, oder? Bildung? Nein, noch nicht. Wie schaut es sonst aus mit Erlässen? 3 Monate noch, okay. Verteidigung. Ja. Kriegsrecht, mit dem warte ich jetzt noch. Kostenloses Wohnen gibt es auch noch. So, und weitere Unterkünfte. Ja, die Leute sind ganz schön sauer im Moment.
Ja, war nicht der beste Start, gebe ich zu. Aber ich glaube, das bekommen wir noch hin. Habe ich noch ein gutes Gefühl. Haben wir jetzt eigentlich unsere Soldaten? Ja, ein paar mehr immerhin haben wir. So. Jetzt die USA-Entwicklungshilfe und dann baue ich eine Windturbine. Da oben wird sie 40 Megawatt erzeugen, das ist gut. Dann bauen wir sie so, dass sie gleich zumindest eine Mine abdeckt. Und kaufen uns da die Upgrades. Eisen erhöhen, passt. So, dann Umspannwerk. Das baue ich auch noch über Schnellbau. So. Ganzes Geld ausgegeben für irgendeinen Blödsinn. Waffenfabrik, die sollte auch hoffentlich gleich mal fertig werden. Wo sind die ganzen... Arbeitet einfach niemand. Naja, ein paar. Ein paar arbeiten. So. Aber da steigt es jetzt eh wieder so langsam. Ja, Freiheit ist noch nicht berühmt. Da werden wir uns dann noch eine Zeitung leisten. So, die Waffenfabrik, an der wird auch gebaut. Da wird ausgebildet. Sehr gut. Die Rebellen starten einen Angriff. So, jetzt haben wir 13 in der Armee und 17 Rebellen. Es geht schon wieder um den Status von Taiwan. Ich weiß zwar nicht, wo es liegt, Taiwan soll frei sein. Habe jetzt gar keine Zeit. So, welche Mine greifen Sie an? Hoffentlich nicht, die ich gerade abgegradet habe. Nein, die wird angegriffen. Oh, aber schaut's an. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und... Ah, jetzt hat sie... Ja, es wäre natürlich besser gewesen, Wahlen mitrede, um die Militaristen ein bisschen auf unsere Seite zu schlagen. Aber schaut euch das an. Jetzt haben wir glatt besiegt. Ein großer Sieg für unsere tapferen Soldaten, Kommandante. Nicht schlecht. Sind Sie ein Rebell? Sind Sie es leid, von der Armee in die Mangel genommen zu werden? Dann brauchen Sie größere Kanonen. Und wir haben sie. Rufen Sie gleich an und Sie erhalten eine Flagge und eine Sprengkapsel gratis. So. So, jetzt sind da schon 4 in Ausbildung. Sehr gut. Da, in der Waffenfabrik arbeitet immer niemand. Okay. Was machen wir denn als nächstes? Uns um die Probleme kümmern. Ja, Freiheit wird sich vielleicht von selbst erledigen, wenn die insgesamte Situation wieder steigt. Ah, schaut's an, da wohnen teilweise gar keine Leute mehr in den Baracken. Wenn wir doch nicht langsam aber sicher genug Wohnungen haben. Das wäre eine Sache. Ja, da halt jetzt wieder jemand kaufen, ist halt teuer. 1200, erwarte ich lieber, glaube ich, bis die entsprechend ausgebildet sind. Falls uns da nicht die Ausbilderinnen abhanden kommen, nach und nach. So, kann ich jetzt eigentlich? Vermutlich kann ich nicht, oder? Na, zu wenig Generäle. Sollen wir noch eine Hochschule bauen? Oder sollen wir uns da noch Generäle kaufen? Ich hätte nämlich gern... Oder hätte ich gern? Schauen wir überhaupt mal. Ja, jetzt haben wir eben nur mal 9 Arbeitslose. Das heißt, wir brauchen sowieso bald wieder Nachschub an Einwohnern. Sprich, da das Kriegsrecht auszurufen, wäre eine gute Idee.
Aber da wäre ich vorher gern vorbereitet mit der von der Infrastruktur. Zumindest hätte ich gern genug Wohnungen. Religionsqualität ist immer noch 35%. Ja, da werden wir einfach kaufen müssen. Es nützt nichts. So. Ja, eben, wie gesagt, ein paar Wohnungen noch nachlegen vorher. Ich baue das ungern ins Tsunami-Gebiet. Mein lieber Präsident. So, betrügen ist mir nichts. So, einer arbeitet da immerhin schon, schau an. So, und dann gibt es da die Upgrades. So, Strom ist jetzt mal aus, genau. Glückwunsch, Präsident. Sie haben die Wahl gewonnen. Dies ist ein Dankeschön. Besonderer Tag für die tropikanische Demokratie. Die Stimmen sind ausgezählt und es gibt eine überwältigende Mehrheit für El Presidente. Wie es aussieht, ist die Geheimpolizei in einigen Jahren arbeitslos. Ja, ich hoffe. So, ich glaube... Könnten wir uns fast trauen. So, wie schaut denn da eigentlich aus mit Arbeitsbedingungen 53? Wenn wir das Upgrade da kaufen. Einige Arbeiter streiken. Wir sollten Streikbrechen wörtlich nehmen. Minenarbeiter. Ja. Dann zahle ich dem mal was, würde ich sagen. Und werde entsprechend endlich mal wirklich mit den Löhnen zwar ordentlich raufgehen. Für alle Ungebildeten 50. Für alle Gebildeten 65. Die haben eh 80 dank des Upgrades. Ja, an dem soll es jetzt mal nicht mehr scheitern. So, da sehe ich leere Wohnungen, das ist gut. Können wir auf jeden Fall noch. Also Bildung. Bildungsminister haben, können wir noch nicht. Inneres auch nicht. Okay. So. Ja, leisten können wir uns im Moment nichts. Müssen wir auf ein paar Exporte warten. So, da läuft jetzt auch wieder an. So, Strom haben wir auch. Die Rebellen greifen an. 10 gegen 5. Das geht auch. Ja. Jetzt sind wir zwar pleite, aber... Passt schon. So schlecht läuft es jetzt gerade nicht. Okay. Wo greifen die Rebellen überhaupt an? Bei der Farm. 9 gegen 4 sind es jetzt noch. Muerte la tiranía! Ich hätte halt relativ gern schnell mal noch sowas, die Wissenschaftsakademie, damit wir den Erlass Modernisierung des Militärs noch freigeschalten bekommen. Minister für Bildung. Ja, müssen wir warten. Ah, jetzt hätten, könnten wir. Dann können wir auch endlich entsprechend den Erlass Bildungsprogramm und Sensibilitätstraining machen. Die gleichgeschlechtlichen Ehen gehen nicht, weil Erlass außer Kraft. Okay. Warum auch immer. So, die Baracken sind inzwischen leer. Gutes Zeichen. Lasse ich mal vorsichtshalber noch stehen. Dann... Vor die Hochschule oder vor die Wissenschaftsakademie. Baue ich mal die Wissenschaftsakademie. So, wie schaut es denn sonst aus? Religion, Unterhaltung, Umweltfreiheit lasse ich mal noch außen vor. Ja, Unterhaltung. Religion hoffe ich, dass man steigt. Noch Unterhaltung kann man natürlich was machen. Könnte man ein Kino bauen. So, Wissenschaftsakademie, dann kann ich... Präsidente! Achso, ist die Frage, wie viel bekommen wir da überhaupt? Da habe ich gar nicht aufgepasst. Was haben wir denn mittlerweile so an... an Militaristen? 47. Ist eh eine Menge. Ist
ein Drittel gut. Nicht genügend Armeegeneräle. Ja, auf das könnte man eigentlich auch, das lasse ich eigentlich auch zu viel außen vor, wo man eigentlich eh nachschauen kann, was sie so haben wollen. Also das habe ich im Hauptspiel auch immer ganz gern vernachlässigt. Aber sie wollen nicht genügend Generäle. Ja, wenn das alles ist, dann passt's ja. So, die Wissenschaftsakademie, mit was sollen sich die denn befassen? Theoretische Forschung, Bildungsstandards, dumme Menschen können graduieren, ja. Forschungsprämie. Die Kosten für Baupläne verringern sich stufenweise bis zu 50%. Ja, machen wir das, würde ich sagen. So, Modernisierung des Militärs. Gute Arbeit, Anführer. Eine moderne Armee bringt uns dem Sieg einen Schritt näher. Ja, 4 Bürger mit Oberschulabschluss verstärken die Insel jedes Jahr. Oh, schau an. Das hätte man dann schon viel früher machen können. Das ist ja toll. Das ist wirklich toll. Ah, Verteidigung, so. Erfordert Militärbasis. Okay, dann machen wir das nicht, weil wir gerade kein Geld haben. 4 pro Jahr, das ist echt... 4 Oberschüler pro Jahr ist eine Menge. Toll für die Fabriken, Soldaten und so weiter und so fort. Klingt gut. Allerdings, schauen wir mal, geht es jetzt schon aus? Nö. Einen Bauplan haben wir mal. Ja, dann heißt es warten. Wachposten. Was war auf die Belohnung für den Wachposten? Ja. Plus 15 bei den Militaristen. Ja, wäre natürlich auch nicht schlecht. So. 22 offene Arbeitsplätze. Ja. Passt. Präsident, der letzte Angriff hat mich. Das heißt, ich rufe jetzt das Kriegsrecht aus, denke ich. Bekommen wir 30 neue Einwanderer. Sobald ich es mir leisten kann, heißt das. So, wie schaut es aus mit Exporten? Geht auch nichts weiter. Jahre sind vergangen? Oh ja, 13.000. Mir ist, als wären wir erst gestern mit El Presidente gesegnet worden. 16.000, ja. 19.000 klingt gut. Ah, die Militärbasis werde ich vorher noch machen. Dann nehmen wir das Arsenal. Instant-Kaffee exportieren. Präsident, der US-Senat ist unzufrieden und erwartet Wie schaut es denn aus mit Kaffee überhaupt? Ja, nicht so gut. Oi, jetzt haben wir auch noch eine Öltanker-Katastrophe. Ja. Keine Ausgaben scheuen. Das Zeug will ich immer gern gleich loshaben. So. Okay. Wie könnte man noch Geld machen? Sollen wir noch Gold oder so abbauen? Ja, im Moment haben wir eh keine Leute für das. Von dem bringt es im Moment eigentlich gar nichts, irgendwas zu machen. Ja, okay, Kriegsrecht rufen wir gleich aus. Von dem her baue ich eine Goldmine, denke ich mal. So. Okay, und ich wollte eigentlich noch hier die Upgrades kaufen für die 2 Mietshäuser, wenn wir den Strom schon haben. Kino läuft auch. Sehr gut. Dann haben wir jetzt nur mehr Umwelt und Freiheit. Ja, wisst ihr was? Dann baue ich doch glatt eine Zeitung. Was soll's? Moment. Vorher Kriegsrecht. Bitte keine Wahlen statt. Das passt schon. Freiheit und Tourismusindex. Ja, sinkt zwar. Präsident, unsere Soldaten werden immer apathischer. Sie dürsten nach Krieg. So, was sollen wir machen? Und jetzt ein
Wir müssen ihre Moral hochhalten. Stärken Sie die Gemeinschaft mit gleichgeschlechtlichen Ehen. Wir müssen die Moral hochhalten und ihnen Ablenkung bieten. Das ist genial. Da brauche ich gar nicht weiterlesen. Das nehme ich. Präsidente, wir sollten gleichgeschlechtliche Ehen erlauben und der Welt beweisen, dass wir nicht nur unser Militär, sondern auch die Ideale von Brüderlichkeit und Gleichheit ehren. Bin ich absolut dafür. Keine Frage. So. Gleichgeschlechtliche Ehen, natürlich. Präsidentin, unsere glorreiche Gemeinschaft hat jedem Tropikaner Kampfgeist eingebläut. Unabhängig von Beruf oder Bildungsstand. Ja, so was müssen wir jetzt machen. Wehrpflicht erlassen. 4 Bürger pro Jahr verstärken unsere Insel. Das machen wir vorher noch. Modernisierung des Militärs, würde ich sagen. Wenn wir jetzt schon unsere Militärbasis da haben. Jährlich 1200, das passt. So, jetzt haben wir eigentlich 30 neue Einwanderer bekommen. So, was haben wir da? Militärbasis. Präsident, bauen Sie 3 Militärbasen. Eine effektive Armee braucht eine anständige Operationsbasis. Ja, klar. Wir brauchen mindestens 3, damit wir 2 davon beim Angriff als Scheinanlage verwenden können. 40 Bürger bekommen wir. Eine haben wir eh schon, das passt. Präsident, etwas Außergewöhnliches ist geschehen. Unser Außenminister hat das praktisch unlösbare Kreuzworträtsel der New York Times gelöst. Jetzt gibt es wieder mal doppelte Entwicklungshilfe das nächste Jahr, ist auch nett. So, jetzt, passt auf. Hochschule. Jetzt gibt es endlich die Hochschule. Da arbeitet immer noch keiner, ist mir aber egal. Gold, haben hohe Priorität. Und ich würde sagen, wenn wir das Geld benannt haben, bauen wir eine Schmuckfabrik. Ich hasse Mülldeponien, Präsident. Ja, brauchen wir. Kathedrale ist jetzt auch gefragt. Mülldeponie, Kathedrale, Zeitung wollte ich ja noch, genau. Das machen wir auch gleich noch. Ja, weil da ist die Freiheit futsch, sage ich mal. Da werden wir da einfach über ein Feld drüber bauen, ist mir jetzt egal. Die müssen wir sowieso gelegentlich versetzen. Das Fuhrparkbüro ist die Frage, ob das noch halbwegs gut funktioniert. Ja, okay. Passt. Präsident. So, jetzt haben wir unsere Hochschule gleich fertig. Da werden wir uns einen leisten, sobald ein bisschen Geld da ist wieder. Da wird sehr fleißig ausgebildet gerade, das ist sehr gut. Zeitung ist auch gleich fertig, super. Geben wir noch eine Stelle frei. Passt. So, da wird hoffentlich auch gearbeitet. Ja, fast, sag ich mal. Fast überall. Was fehlen da noch für Upgrades? Das ist mir eigentlich egal im Moment. Verbessert die Position um 20%. Das wäre interessant, sag ich mal. So, jetzt haben wir eh gerade wieder eine Menge Geld eingenommen. Dann werde ich die Schmuckfabrik anleiern. Und bauen wir noch ein paar Wohnungen. Und noch eine Farm oder ähnliches. So. Vielleicht noch eine Ranch. Naja, können wir alles noch machen. So. Zucker explodieren. Mache ich nicht. Bauen Sie mehr Statuen. Residente. Tut mir sehr leid, aber die... Na, interessiert mich auch nicht. So, die Zeitung, die ist schon besetzt. Sehr gut. Da gehen wir jetzt natürlich auf die... Wo haben wir sie denn? Soldato de Fortuna. Dass unsere Militär... Das Ansehen bei der Militärfraktion steigt, keine Frage. So, Wachposten können wir vielleicht immer noch keinen bauen, weil nach wie vor, nehme ich an, wir keine Generäle haben. So, für
die Hochschule. Da bestelle ich uns jetzt jemanden und einen General. Kaufe ich auch. Kaufe ich nicht. Kann man es nicht leisten. Okay. Starke Verschmutzung. Ja. Das heißt, eine Mülldeponie werden wir jetzt auch brauchen. So, zwei Verbrecher. Ja, passt schon. Nicht so schlimm. Gut, ja, Zeit für Pause. Schon wieder drüber gespielt. Naja, bei Tropico, wenn's mal Spaß macht, bleibt mal hängen. Also die Mission ist schon toll. Nichts von dem. Also, weil ich am Anfang ein bisschen geschmutzt habe über 4 Euro und so. Ja, macht schon Spaß. Schauen wir mal, wie lang es noch geht. Passt dann. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk. Und baba.